Und weiter geht's hier im schönen Let's Play DayZ. Wir sind auf dem Weg direkt in unser Verderben. Hoffen wir es mal nicht. Ich habe die Settings ein bisschen umgestellt. Wir könnten jetzt im Optimalfall auch mit Leuten sprechen. Genau hier ist es nämlich. So. Bisschen ungewöhnlich jetzt die Einstellung, aber das geht jetzt erstmal. Und wir gehen direkt aufs Ganze hier. In den schönen Hangar rein. Und hoffen wir einfach nochmal, dass wir nicht weggeschossen werden dabei. Wobei ich sehe gerade, wir könnten noch in den Turm rein, ne? Machen wir das doch mal zuerst. Und ich höre gerade links von uns im Lautsprecher da... Oh, fuck. Na, schade. Da haben wir die ersten Zombies am Popo. Mal gucken, wie wir die losbekommen. Ist der überhaupt noch hinter uns her? Okay, das war jetzt echt einfacher als gedacht. Muss gerade gucken, ich habe gerade ein anderes Game gespielt. Wie man hier generell Sachen aufnimmt. So. Mal schnell eine Pepsi getrunken. Und ein Stockwerk höher. Viel Magazin. Ah. Das ist interessant. Wo haben wir es? Morphin. Kann man immer mal gebrauchen. Für die kleinen Suchtis hier unter uns. Hier oben ist nichts weiter. Na, das war ja mal so gar nichts. Das Einzige, was uns hier das Türmchen bringt, wäre eine Aussicht hier, eine ganz gute. Wobei die Frage ist, wer davon jetzt profitiert. Ich oder der Sniper auf dem Hügel. War das eine Maus? Ich höre jemanden grunzen. Entweder ein witziger Mitspieler oder Zombie-Input. Ach. Na toll. So, noch schnell was gegessen. Und weiter geht's. Jetzt hier auf Total Rambo. Normalerweise sollte man das nicht tun. Aber ich will ja auch mal ein bisschen was vom Gameplay hier zeigen. Ah, hier liegt ein bisschen Zeugs rum. Das Problem ist, hier im Hangar sind die Mobs, wollte ich schon sagen, nicht die Zombies, auch ziemlich schnell. Aber momentan haben wir nur einen. Das geht noch ziemlich gut. Allerdings jetzt auch nur Schrott hier. Nichts, was man irgendwie gebrauchen könnte. Ein Pfeil und ein bisschen... Bandagen und Zeugs, naja. Hinten Rucksack drinne. Alles nicht so besonders. Da habe ich mir ein bisschen mehr von versprochen eigentlich. Jetzt, wenn wir schon unseren Arsch hier riskieren quasi, finden wir einfach mal so gar nichts. Aber warte, bleiben die Zombies echt stehen? Ah, jetzt habe ich den einen wieder dran. Schade. Aber so einfach lasse ich mich hier nicht abspeisen. Ich gehe hier nicht ohne eine Waffe raus. Das könnt ihr mir glauben. Auch wenn es gerade extrem danach aussieht, als ob ich hier echt überhaupt gar nichts finde. Aber das wäre hier den Aufwand nicht wert. Munition zuhauf, aber keine Waffe. Gott sei Dank sind die Zombies gerade nicht so anhänglich. Das ist auch mal ganz gut irgendwie. Hab schon gedacht, dass ich hier an den Zombies verrecke. Aber das passiert im Normalfall nicht. Generell sind es eigentlich eher Steine, an denen ich verrecke. Oder Türen. Und in die letzte Kabine. Ne, zwei kommen noch. Noch ist die Hoffnung nicht verloren. Wir können noch was finden.
Aber es sieht nicht so aus. Das sieht alles so aus, als ob noch gar nicht viel respawned wurde hier. Oh Gott, ja, das wird langsam ein bisschen viel. So mal ein bisschen schneller. Ich war noch nie der Freund von Bolognese. Von Bolognese? Nee, Bolognese was zu essen, ne? Nee. Wisst ihr hier dieses Anfassspiel? Wir tanzen eine Bolognese. Doch, Bolognese ist das, ne? Was war denn das zu essen jetzt nochmal? Das bin ich ganz raus. Ja, ja, die Hauptschüler wieder. Naja. Ich werde das Ganze einfach mal googeln und dann nachreichen. Dann eine Bolognese kann man essen, ne? Aber die kann man auch machen, kann das sein? Ich mache mich jetzt total zum Affen. Wir sollten uns lieber auf DZ konzentrieren. So, komm, wir laufen jetzt hier... Nee, wir laufen an den Dingern hinten rum vorbei. Jetzt gebe ich mir auf jeden Fall nochmal das große viereckige Gebäude. Ja, weißt du, es kann ja nicht sein, dass wir... Warum stirbt hier einer dreimal hintereinander? Sonderbar. Wenn ich jetzt so einen kleinen Cheater hier auf dem Server habe, das wäre ja noch das Geilste. Da hätte ich ja mal so gar keine Lust drauf. Aber jetzt mal ohne Witz, ich möchte hier nicht weg, ohne jetzt irgendwas gefunden zu haben. Also nicht mit mir, ehrlich, ich camp das Ding jetzt hier. Zur Not gehe ich nochmal ein Stück zurück und logge mich auf einen anderen Server ein. Ich gehe hier nicht ohne Loot raus. So, meine Weggefährten. Ach, für den Moment wollte ich sagen, ich hätte sie verloren, aber da sind sie wieder. Meine treuen Freunde. Mr. Z. Und Mr. Z2. Was würde ich ohne euch tun? Wäre mir viel zu langweilig hier. Ach, da kommen noch mehr Freunde. Hallo, ja, ich nehme euch alle mit. Kommt einfach und folgt mir. So, jetzt ist aber Schluss mit Folgen. Ja, die da hinten sind ein bisschen schlauer. Naja, was soll's. Nehme ich sie halt mit. Ein Stück. So, schön hier ein bisschen durch die Bäumchen gerannt. Und auf geht's ins Schlaraffenland. Sind das denn Baracken? Oder ist das eine Mauer? Ich kann das ganz schlecht erkennen. Aber gehen wir erstmal... Was? Ich dachte, das wären... Ehrlich jetzt? Ah, wollte schon sagen. Ich hab doch gedacht, ich kenne das Gebäude hier. Hm. Allerdings ist da was vor. Das ist eine Leiter. Na. Wirst du mich hauen? Wirst du mich hauen, Freundchen? Gib dir gleich eine Ladung Blei, du Ei. Aber wir sind heute wieder so philosophisch, poetisch, nicht philosophisch. Na gut, philosophisch war es vielleicht sogar. Und hier wenigstens eine Kriegswaffe bekommen. Ja, allerdings hier mit einem Magazin, das macht den Braten nicht fett. Lassen wir mal schön da, wo sie ist. Mal schnell in die Ego-Perspektive gewandert für den besseren Durchblick. Denn ich höre doch schon wieder hier meine Freunde. Sie schreien nach uns und möchten uns begatten. Und ich werde sie bestatten. Ach so, natürlich komme ich da nicht durch. So. So wird's gemacht. Gebt gut Acht. Ich sage gute Nacht. Nein, in diesem Fall noch nicht. Und wir hören jetzt auf mit den billigen Reimen und laufen einfach quer übers Airfield, denn wir möchten total gerne erschossen werden. Ja, das macht Spaß.
Da hinten ist auch so ein Hauch von nichts, ne? Was ist da hinten noch? Aber von da kommen wir ja her, ne? Da war der, der Mr. Düsentrieb, wie hier der mit dem, City-Roller. Fällt jetzt aus Verrecken der Name nicht ein. Hier, zwei Räder, Motor, Motorrad. Seht da. Kriegen wir doch alles schön auf der Kette hier. Allerdings bin ich enttäuscht gerade. Ich bin wirklich enttäuscht. Wir sind weder gestorben, noch haben wir irgendwas gefunden, was irgendwie spielrelevant wäre. Aber immerhin ein netter Ausflug zum Airfield. Das war es allemal. Guck jetzt nochmal hier. Da ist nämlich noch ein Gebäude ganz links. Wow, was war das? Habt ihr es gesehen? Scary. Bisschen, ne? Ne, raus wollen wir noch gar nicht. Wo gehe ich denn hin? Wir wollten da hinten hin. Ich sag doch, so schnell verlasse ich das Airfield nicht. Und was soll das jetzt eigentlich hier mit der Sicht hier? Wird das langsam dunkel oder was? Eigentlich sollte es eher langsam hell werden. So, hier im Wald dürften wir unsere Freunde verlieren. Wie Hänsel und Gretel. Ist auch eigentlich ein guter Name irgendwie. Den bringe ich auf jeden Fall irgendwann mal ein. Müsst ihr mich dran erinnern. So, und dann gehen wir mal, sofern uns keiner mehr verfolgt, in die geduckte Haltung. In die halbe Löffelchenstellung. Und gucken mal, was uns hier erwartet. Na, was bist denn du für ein Gebäude? Sag es mir. So ein Schrottgebäude, kann man nämlich gar nicht rein. Was eine Zeitverschwendung. Wer baut sowas? Kostet doch viel zu viel Beton, wenn man das von innen ausfüllt. Also verstehe ich nicht, wer sich das gedacht hat. Hier, die sind auch nicht begehbar, ne? Oder? Nee. Toll. Ja, Leute, so viel zum Airfield. Also ihr seht, es lohnt sich hier überhaupt nicht. Ne, ehrlich, hier ist nichts. Rein gar nichts. Ja, eine Axt war hier. Das war so die beste Waffe nach der G17. Die Axt. Hier auf dem Airfield. Das ist doch schön. Da, ach. Ach, haben wir sie gefunden. Da haben wir die Baracken gefunden. Aber ich möchte gerne mit wenig Zombies da rein. Hier gefällt es mir nicht, irgendwie. Ah, jetzt sind die gerade alle gespawnt. So ein Blödsinn. Ja, genau. Meine Taktik wäre jetzt, glaube ich, einfach mal alle anlocken und im Wald verlieren.